Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Basiszerstör-Video hier auf meinem Kanal. Die letzten waren immer sehr kontrovers, viele Leute haben mich beleidigt, trotzdem mache ich weiter. Es liegt einfach daran, kurz zu erklären, weil ich glaube, viele Leute es nicht verstanden haben. Leider muss ich die Basen eh immer alle abbauen, viele Leute haben es gar nicht mitbekommen. Ich stelle die nicht irgendwo aus, sondern ich muss die wirklich abbauen, weil ich die neuen Stalle brauche, um was Neues für euch zu erschaffen. Dementsprechend muss ich sie irgendwie abbauen. Und das kann man halt auch, wie gesagt, lustig gestalten, anstatt dass ich das einfach langweilig Stein für Stein abbaue. Und heute habe ich mal ein etwas anderes Gerät am Start. Und zwar diese Axt, bevor ihr Angst kriegt. Erstmal werde ich da nicht besonders doll draufhauen, weil mit einer Axt kann man schon natürlich was kaputt machen. Und zweitens haben wir hier einen Schutz vorne drauf, der sehr weich ist. Ähnlich weich wie der Gummihammer. Und dementsprechend werde ich damit drauf fahren, weil das könnte wirklich das Lego ein bisschen ledieren. Und dieser Teil ist wirklich sehr weich, von daher, wie gesagt, fangen wir gleich mal an. Schauen, ob ihr sie seht. Ja, ihr seht mich hier. Wir haben einfach mal hier frontal drauf. Ja, das denke ich mal, ging schon ganz gut. Wie gesagt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Falls es euch gefällt bis jetzt und auch in diesem Kanal, falls ihr Fragen habt in die Kommentare, wie gesagt, keine Angst, das Lego nimmt keinen Schaden. Ich würde sagen, wir kommen auf die Panzerwand, die ihr, denke ich mal, aus dem Last Review kennt, wo ich es erklärt habe. Ja. Und nochmal, kurz rum. Der mal, ihr seht die Seite hoffentlich. So, ihr seht, die Axt ist auch noch intakt. Wir haben hier den Schutz immer noch dran. Wie gesagt, keine Angst, das macht das Lego nicht kaputt. Ich würde sagen, ich versuche das Ganze mal hier ein bisschen so. Da bin ich jetzt auf Beton gestoßen, sag ich mal. Weil die Wände relativ dick sind. Ja, ich gehe nochmal einmal rum. Hau hier nochmal drauf. So. Seht ihr das? Ihr seht das? Ja, ich würde sagen, mit einer Hand, das Ding ist wirklich ein bisschen schwer, also wundere ich nicht, dass ich ein bisschen wackle. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich genug Störstörung. Ich zoome mal kurz ran, so. Seht ihr das ganze Ausmaß? Falls ihr irgendein Stein entdeckt, der kaputt ist, meldet euch mit mir bitte. Ich habe ja, wie gesagt, Erfahrung damit. Ich habe schon in den letzten Basis-Videos gemacht mit dem mit dem guten Hammer hier, der wirklich im Vergleich, wenn ich ihn gerade hochhebe, wirklich leicht ist. Und der ist, wie gesagt, auch Gummi und der ist auch Hartgummi. Heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt irgendwie super weich ist. Und ganz ehrlich, die Vorderseite von dem Ding hier, von der Axt, ist persönlich gefühlt, wenn ich jetzt hier habe, weil man relativ viel Spiel bis es zur Klinge kommt, ist persönlich fast weicher als das Ding hier. Wenn ihr mal gesehen habt, hat nicht so doll drauf gehauen, natürlich, bin ja nicht verrückt. Von daher bitte jetzt nicht viele Kommentare dazu, dass es jetzt irgendwie das Lego kaputt macht. Ich denke nicht, ich werde mir das nochmal genau anschauen. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir viel Spaß gehabt, denke ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag und eine schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut.